Heyo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich möchte jetzt gleich losfahren und etwas abholen. Ich hoffe, ich rette mir damit so ein bisschen diesen Tag, weil ich nicht weiß, was ich machen sollte, aber auf jeden Fall noch ein Video fertigstellen möchte. Und die Anzeige packe ich mal hier hin, von eBay Kleinanzeigen. Das ist eine Xbox 360, eine PS4, eine GameCube mit Netzteil, glaube ich, und einem Xbox One Controller. Und das alles zusammen für 30 Euro aus Amstetten. Das sind 20 Kilometer ein Weg. Ich glaube, das könnte sich lohnen. Man könnte sich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass alles üblicherweise 30 Euro einzeln kostet. Bei der GameCube wäre ich mir nicht so sicher. Habe ich ja schon mal für einen Zehner bekommen. Aber eine PS3 habe ich auch schon mal für einen Zehner bekommen. Und eine Xbox 360 gab es auch schon mal zu verschenken. Ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Und aus diesem Grund habe ich ihm gerade mal geschrieben. Er hat schon geantwortet und gefragt, wann ich kommen könnte. Also hoffentlich kann ich jetzt gleich losfahren, damit ich direkt anfangen kann. Was anderes möchte ich gerade nicht machen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als an irgendwelchen Konsolen gerade rumzubasteln. Mal schauen, wie es aussieht, wenn die Teile dann hier sind und wenn ich sie wirklich gesehen habe. Also fahre ich mal los. Ich bin sehr gespannt. Wer erkennen kann, bin ich wieder da. Die Haare wurden ein bisschen durchgewebelt vom Cabrio-Fahrtwind. Deswegen bitte ich diese Unästhetik zu entschuldigen. Als ich wieder in Rheine war, bin ich so reingefahren und da hatte ich vor mir ein Alfa Romeo Cabrio. So vom Alter her, wenn man sich die Rückleuchten anschaut, mag vielleicht irgendwas aus den 90ern gewesen sein. Ne? Gibt dann Gas, der Wagen ist total laut, voll am Röhren. Oder ja, nicht voll am Röhren, es hat sich nicht allzu laut gehört, aber schön. Dachte mir, ja, okay, gucken, ob ich da hinterher komme. Und er dann so, und ich so. Aber ja, nur weil das Auto laut ist, heißt es nicht, dass es schnell beschleunigen kann. Das ist gut zu wissen, glaube ich. Also in manchen Fällen. Natürlich ist es manchmal auch genau andersrum, aber ich meine, ist ja ein typisches Technikkeller-Video eigentlich, ne? Ach komm, ich habe was gefunden, fahren wir mal hin. Ja, hier kurz 40 Kilometer hin zurück. Gut, wir wollen die Konsolen sehen. Es war mir ein Erlebnis. Ja, wunderbar. Das hier habe ich bekommen. Da muss ich allerdings dazu sagen, war ja für 30 Euro inseriert. Und dann wollte er mir noch Wii und PS4-Spiele andrehen. Und dann habe ich da so reingeschaut, habe mir gedacht, ja komm, für 10 Euro, auch mit dieser sehr, sehr hübschen Hülle. Das ist übrigens 4x FIFA 15, also die kann ich, glaube ich, kann ich ein Mobile draus bauen, aber da sind noch, glaube ich, Mario Kart drin. Auf jeden Fall Spiele, die einzeln mehr als ein Zehner wert sind, glaube ich. Und da habe ich ja noch Hüllen, dann kann ich ja da vielleicht Hüllen für ausdrücken und dann, ja gut. Hier haben wir eine Xbox 360 Slim. Es gibt übrigens davon eine Revision, die tatsächlich Krone heißt. Also sehr interessant, kam aber schon sehr viel vorher raus. Dann haben wir hier eine PS4 Fat. Ich habe da gerade mal so reingeschaut. Also, ich meine, wie bekommst du das so dreckig hin, sodass es dich nicht stört? Also, es war höchstwahrscheinlich nicht seins gewesen. Ich weiß nicht, wo das alles herkommt, ist mir aber auch egal. Dann haben wir hier eine GameCube in Schwarz. Dazu dann noch eine Speicherkarte. Wie auch immer groß oder klein die ist. Die Teile kosten ja auch nochmal 5 bis 10 Euro. Und eine PS2 Slim. Ach, sogar mit Memory Card gerade, eine originale 8 MB mit Magic Gate, die kosten auch 10 Euro so ungefähr. Haben wir hier sogar noch ein Spiel drin. Ach du Scheiße. Ja, okay, Star Wars Force Unleashed. Wie siehst du aus? Als hätten Kinder damit gespielt. Aber das kriegt man mit Sicherheit noch so sauber, dass es funktionieren könnte. Und dazu noch ein PS2-Controller im Schalke 04 Design. Ich schätze, dass es der PS2 Controller ist. Ich glaube, der kann direkt weg. Dann der besagte Xbox One Controller. Zwei Netzteile hierfür. Ich habe das gesehen, ich habe gar nicht weiter gefragt. Ich habe die eingepackt. Er wollte mir, glaube ich, noch mehr Einzelteile irgendwie verkaufen, weil er sagte, er müsste ausmisten oder sowas. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann noch ein Netzteil für die GameCube. Und dieses Kabel hier. Wenn es dieses Kabel gibt ohne Erdung, dann ist das tatsächlich für die Xbox 360. Und ja, ich weiß, ich brauche hierfür ein Netzteil. Er meinte, er hätte es auch in der Beschreibung gehabt. Ich habe mir das aber auch schon gedacht. Da müsste ich ein Netzteil für haben, damit ich das benutzen kann. Aber
auch wieder ein bisschen dreckig hier hinten, aber noch lange nicht so schlimm wie bei der PS4. Es wird mir doch mit Sicherheit wohl möglich sein, mit ein bisschen Fantasie und Kreativität, da jeweils eine Nadel reinzustecken und vielleicht an die Seite oder sowas. Oder wenn ich das Teil zerlegt habe mit dem Pinout, da eben mit dem 12-Volt-Netzteil vom PC. Ich glaube, das Teil arbeitet mit 12 Volt. Und wir sehen hier sogar das Garantiesiegel. Das ist auch noch nicht geöffnet. So, und dann, bevor der Kameraakku leer ist. Ich habe noch nicht geschaut. Hier unten ist ja so eine Klappe. Haben wir ein Netzteil? Ach, eine Festplatte wollte ich sagen. Ja, 250 GB. Habe ich aber ordentlich abgesahnt. Also eine 250 GB Platte normal kostet vielleicht 5 bis 10 Euro, wenn überhaupt. Aber dann hier mit dem mit diesem kleinen Gehäuse dazu, da kannst du auch wohl was mit werden. Ja, und die Spiele hier, FIFA 15 und 14 für mein Mobile. Und hier haben wir einmal Go Vacation für die Wii, Sega Superstar Tennis, Mario Kart Wii, Wii Sports Resort und Lego Harry Potter Jahre 1 bis 4. Wenn ich es wirklich drauf anlegen würde, könnte ich für jedes Spiel mit Sicherheit einen Zehner bekommen, vor allem Mario Kart, wenn nicht sogar mehr. Und das ist ja eigentlich ganz schön. Ach ja, und hier war auch noch ein Spiel dabei, Super Mario Sunshine. Ich habe mich noch nicht getraut, mir die Rückseite anzuschauen. Die ist tatsächlich übermäßig dreckig, aber ich glaube, Kratzer haben wir nicht so viele. Oh Mann. Ich habe jetzt mal die Kamera gewechselt, wollte dann auch die Speicherkarte wechseln, weil die Karte in der anderen Kamera, die jetzt laden muss, noch eigentlich leer kopiert werden sollte. Und dann nehme ich normalerweise dich in einem Adapter. Das hat immer funktioniert. Nur jetzt sagt er entweder Formatfehler oder Karte wieder einsetzen. Ist übrigens eine schöne Beleidigung. Ey, du Formatfehler. Also wer den Camping-Vlog Folge 2 noch nicht gesehen hat, da musste ich dann quasi auf dem Feld, weil die Kamera, die SD-Karte, die jetzt in der Kamera ist, tatsächlich irgendwie eine Lösung finden, wie ich wieder an die Daten rankomme. Und ich weiß nicht, was ich benutzt habe, Testdisk, glaube ich, oder so. Und dann habe ich die formatiert und mit Recover die Daten wiederherstellen wollen, weil die Partitionstabelle nur für die Kamera in Ordnung war, aber für den PC nicht. Das war ein bisschen snitchy. Alles klar, okay. Jetzt kann ich auch endlich mal dieses Teil hier verwenden. Adapter von Cinch auf HDMI habe ich mir aus China gekauft für ein paar Euro, weil ich sowas hier noch nie hatte. Ich habe so einen Adapter für VGA oder so, aber der funktioniert nicht immer. Und ich habe auch einen Adapter für Component, aber da haben wir nur ein Schwarz-Weiß-Bild. Ich würde einfach mal erwarten, dass die Konsole funktioniert, weil defekte PS2s habe ich so noch nicht gesehen. Der Controller hier, ne, der hat übrigens auch einen USB-Anschluss. Siehst du, da kriegen wir auch schon ein Bild. Ich höre was, das ist gut. Warum haben wir da einen USB-Anschluss? Entweder ist der USB-Anschluss dazu da, dass man den Controller auch am PC benutzen kann oder damit du extra Strom kriegst für extrem harte Vibrationen, damit man das Teil eventuell sogar auch zweckentfremden kann, wenn man darüber möchte. So, da steht die ganze Zeit AV-PAL. Änderst du die ganze Zeit die Bildmodi oder was? Ah, okay. Französisch, Italiano, Deutsch, Espanol. Lol. Warum nicht Englisch? Schisch. Was ist das? Das ist ja nix. Also, ja, nicht nix, aber habe ich noch nie gesehen, dass es alles andere gab, außer Englisch. Ja gut, alles andere ist jetzt auch falsch gesagt, aber du funktionierst, hätte ich auch nicht erwartet, weil eine PS2, die Dinger gehen nicht kaputt. Was mich aber sehr wundert, ist, dass wir zwei Netzteile haben. Und 8,5 Volt, ne? Welches Gerät kannst du mit 8,5 Volt betreiben? Mal ganz ehrlich, ich kenne nichts anderes, was mit dieser Spannung arbeitet. Jetzt habe ich auf jeden Fall auch endlich mal so ein Modell, wo das Netzteil noch nicht eingebaut ist. Mein bester Kumpel von damals, Joel, der ist schon lange tot leider, der hatte auch so eine PS3 gehabt. Und auch als ich 7, 8, 9 Jahre alt war, ist es mir schon aufgefallen, dass es halt Unterschiede gibt von diesen Konsolen, weil meine nämlich das Netzteil eingebaut hatte. Und ich fand das irgendwie doof, weil es hier, glaube ich, sogar Modelle gab. Ja, hier nicht. Aber dann konnte man auf jeden Fall, wenn man diese 8,5 Volt hat, das Teil als Portable Device quasi nutzen. Gab es auch für die PS1. Und so einen Teil haben wir damals auch gehabt. Und als wir dann in Urlaub gefahren sind, konnte ich da dann Spyro drauf spielen. Das waren noch Zeiten, mein lieber Mann. Vielleicht kaufe ich mir sowas mal, aber ich schätze, weil das einen Sammlerwert hat, sind die entweder alle kaputt oder unbezahlbar. Und PlayStation 1 Spiele kannst du ja sogar auf der PS Vita spielen. Auf dem Handy, ganz easy. Macht, glaube ich, so keinen Sinn. Sogar auf der Switch. Und auch nach 5 Minuten bei dieser Cutscene scheint wohl zu funktionieren. Das ist doch ganz beruhigend. Ich würde allerdings gerne mal sehen, da haben wir hier so einen kleinen Äumel,
der dafür sorgt, dass ich die CD nicht drehen kann. Aber es gab ja diesen Trick, dass man das Teil so runterdrückt und wenn ein Spiel geladen ist, dass man dann schnell eine gebrannte reinschmeißt. Ich weiß nicht, ob es bei der PS2 noch geht, aber es ging auf jeden Fall bei der PS1. Da habe ich nämlich mal ein paar Videos zugesehen. So, ich würde gerne wissen, was gespielt wurde. Ja. Da haben wir Einstellungen, Star Wars, King Kong, Monopoly, WWE, SVR 11, Pro Evolution Soccer, zwei Türme, Need for Speed Undercover, Formel 1, Transformers, Jungle Party, Yu-Gi-Oh!, Bakugan, PS6, FIFA 14, Dragon Ball Z, Flood, Tourist Trophy, FIFA 12 und noch einige andere mehr. Ja, Mai, Harry Potter, Orden des Phönix. Was ich sehr komisch finde, FIFA 14 habe ich ja auch hier, das gab es als Legacy Edition auch noch für die Wii und für die PS2. War, glaube ich, eine der letzten Spiele für die Konsolen. Schon sehr interessant, dass man bis dahin, ne, es gibt das Spiel für drei Spielegenerationen. Spiele, Konsolen, Generationen. Ja, gut, dann können wir dich ausschalten. Und bei dir, was haben wir hier? Oh, hätte ich echt nicht erwartet. Das ist noch die etwas ältere Version mit dem digitalen AV-Ausgang. Das heißt, wenn man auf grafische Fidelität steht, dann kannst du dafür noch einen Adapter besorgen auf HDMI. Werde ich aber nicht tun. Wenn die kaputt ist, dann mache ich dazu ein Case-Mod-Video. Dann kommt da so ein kleines Mainboard rein. Aber die wird nicht kaputt sein, weil die nicht so malträtiert aussieht. Dann versuchen wir es mal mit dir. Ich habe dich angeklemmt, ich höre was und hier direkt, zack. Das finde ich bei den älteren Konsolen ein wenig bemerkenswert. Du schaltest die Teile ein und in unter einer Sekunde hast du ein Bild und das Teil fährt hoch. Ja, ich glaube, das sieht gut aus, aber ich brauche dazu natürlich meinen Controller. Und als ich das auf der Switch gespielt habe, ach ja, sehr schön, okay, dann hat er nach einer Zeit dann automatisch für mich entschieden. Ach, du kannst kein, ich wollte schon sagen, PAL 60 oder PAL 50. Die Teile müssen doch irgendwas sein, dass das in beiden Gebieten funktioniert. Aber mir fällt jetzt schon auf, du bist neu, ne? Diese Stecker sind noch jungfräulich, da habe ich noch nichts hineingesteckt. Und die sehen trotzdem so aus, als wären die in irgendeinem rostigen DVD-Player, den man sich bei Kick oder Teddy gekauft hat, verbaut gewesen. Ja, scheint ja zu funktionieren. Ich lasse das nur mal ein bisschen, aber das ist schön zu sehen. Ich kann mir hier leider jetzt die ganze Zeit ohne Controller, der liegt in Omas Kneipe, nur das Video hier anschauen. Aber Full-Motion-Video wiederzugeben, ist ja eigentlich eine Sache, die ein bisschen mehr Lesegeschwindigkeit benötigt. Von daher würde ich eigentlich davon ausgehen, dass die Platte und der Laser hier drin in Ordnung sind. Und erfreulicherweise funktioniert jetzt auch die SD-Karte wieder. Ich habe sie einmal am PC formatiert, das wollte die Kamera nicht. Dann habe ich sie in der Kamera formatiert, nachdem ich 5 Minuten in irgendwelchen unteren Untermenüs gesucht habe und ja, wollen wir eigentlich gar nicht wissen, ist mir klar. Dann schauen wir, was die anderen beiden Konsolen sagen. Du, hier ist übrigens ein klitzekleines Problem damit. Vielleicht bist du auch nur dreckig, das müssten wir uns später anschauen. Soll ich das jetzt machen oder später? Nee, wir schauen uns das jetzt an, damit ihr entweder länger das Video guckt oder jetzt gerade skippen könnt, wenn euch das hier nicht interessiert, was das sein könnte. Dann nehme ich die Disc aber mal raus, ich kann sie euch ja zeigen. Die sieht ordentlich zerkratzt aus, ne, aber das... Oh, ja, oh, jetzt können wir es richtig sehen. Aber vielleicht sind es ja keine allzu tiefen Kratzer. Aber wenn die spielbar ist oder die Ladezeiten ein bisschen länger sind, mein lieber Mann. Ich glaube, das Spiel habe ich jetzt 3-mal oder so. Oh nein, jetzt war diese Kamera hier auch leer. Und dann habe ich da auch mal das Ladegerät dran gesetzt. Das kannst du übrigens nicht über USB-C laden. Das hat so ein 12-Volt-Teil. Und man munkelt immer, dass die Kamera hier leer ist, beziehungsweise der Akku davon. Aber... Du bist noch nie ausgegangen. Ich habe dich immer vorbildlichst geladen. Hier fehlt mir was. Zum Glück habe ich ja noch so ein zweites Set, habe ich mal dieses Jahr zu Weihnachten von einem Zuschauer zugeschickt bekommen. Und deswegen erwähne ich das auch immer gerne wieder. Da brauchen wir hier einen Gamebit, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht sogar den hier. Und das muss ich tatsächlich mit der Verlängerung machen, weil leider der kleine Schraubenzieher, der passt hier so gerade eben rein, um die Schraube da zu entfernen. Das ist ein bisschen doof. Also das kriegt man wohl irgendwie hin. Ist aber auch komisch. Habt ihr schon mal so eine Schraube rausgedreht, mein lieber Mann? So, jetzt mache ich aber mal bei der letzten Schraube mir die Challenge. Kann ich die Schraube so lösen? Tat's wahrhaftig. So, raus mit den Klunkern. Alle 4 auf einmal. Sehr vorbildlich. Spiel habe ich rausgenommen. Nicht allzu dreckig. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht. Aber was ich sehr komisch finde, hier haben wir redundante Schalter, um quasi anzuzeigen, dass die Klappe geschlossen ist. Die sind redundant tatsächlich. Das fand ich sehr, sehr interessant. So, hier befindet sich diese kleine Mechanik. Und die ist nicht mehr so ganz so leichtgängig. Entweder fehlt da ein bisschen Spannung in der Feder, aber das funktioniert wohl. Ich nehme das mal raus. Das sind so Pfennig-Reparaturarbeiten, wo man
höchstens vielleicht einen Tropfen Öl oder Gleitschmiermittel oder sowas brauchen könnte, damit es wieder läuft. Boah, die ist ordentlich unter Spannung, ja. Und dann können wir einmal das Teil an sich rausnehmen. Hier haben wir dann einfach so eine Abstufung. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen dreckig, mach das mal sauber mit dem Q-Tip und dann mache ich da ein bisschen Silikonfett oder so dran. Also von innen natürlich, nicht von außen. Und vielleicht geht's dann auch wieder. Siehst du, genau so stelle ich mir das vor. Perfekt. Ja, dann hat sich das doch hier mal gelohnt. Ich habe das Teil ja ursprünglich mal für irgendeinen High-End-CD-Player gekauft, wo die Lade tatsächlich mit einem Seilzug nach vorne und nach hinten gefahren wurde. Also ein- und ausgefahren, ja. Aber das hat da irgendwie nicht geholfen. Ich freue mich. Vielleicht hat es auch nur gereicht, wenn man das hier ein Stück sauber macht und wenn das trocken ist oder so. Aber wenn ich schon mal dieses komische Fettzeug habe, dann wird das auch benutzt. So, nun einmal zu dir. Sieht ein bisschen dreckig aus, wenn man jetzt hier gerade reinschaut. Das kann man aber immer zu solchen Konsolen sagen, weil man merkt einfach, ob man das Teil irgendwie lieb gehabt hat oder nicht. Und wenn wir uns jetzt die PS2 anschauen, die sieht nicht unbedingt so schlimm aus wie du. Die ist älter, die Speicherkarte davon ist voll mit Spielständen. Und naja, vielleicht guckt der Zuschauer ja sogar zu, weiß es nur gar nicht. Vielleicht war es auch der Verkäufer gewesen. Das wissen wir wiederum nicht. Und ich habe mir gerade mal den Anschluss hier angeschaut. Der sieht so aus, als könnte dieses Netzteil hier von einer Xbox One passen. Allerdings kriege ich das hier so nicht rein. Da müsste man eventuell mal schauen, weil die Abstände, die sehen passend aus. Irgendwie passt es doch nicht. Weil ich aber diese Version von der Konsole noch nie von innen gesehen habe und ich hier so oder so Wärmeleitpaste wechseln müsste, baue ich das Teil erstmal auseinander. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Das sieht hier auch eigentlich so aus. Also das sind ja quasi zwei Laptop-Stecker. Sieht fast so aus, als wären das zwei Dell-Netzteile. Natürlich dann nicht mit 12 Volt. Hier steht sogar vielleicht drauf, welche Spannung das Teil haben will. 12 Volt, 10,83 Ampere und 5 Volt 1 Ampere. Das kriegen wir auf jeden Fall mit dem PC-Netzteil hin. Aber das ist, glaube ich, einfacher, wenn ich das Board eventuell von unten sehen kann. Also dich hier mal raus. Ja, und dann? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Oberteile, wie auch bei dem Fettmodell, einfach dort, dort und dort eine Klammer haben jeweils, die man irgendwie reindrücken kann oder muss. Aber dazu schaue ich mir mal eben ein Tutorial an, bevor ich hier alles Mögliche zerkratze und irgendwas kaputt mache oder sowas. Solltet ihr übrigens auch machen, auch wenn das Video auf Englisch oder auf Türkisch oder Spanisch ist oder was weiß ich. Solche Videos können auch immer helfen, vor allem wenn man diese Sprache dann eventuell sogar ein bisschen kann. Also ich jetzt nicht. Spanisch verstehe ich 4, 5 Wörter, Türkisch 2. Ich weiß gerade nicht, welches sind, aber wenn ich sie höre, dann kann ich dir sagen, was es heißt. Ich habe dich nur endlich zerlegen können. Also, wie kann man das nur so designen? Ich habe mir ein Video angeschaut, da war der Tipp gewesen, eine Pinzette zu nehmen und hier quasi durch diese Löcher durchzugehen. Hier kann man es besser zeigen. Und dann diese Stelle ein wenig weiter reinzudrücken, damit man das abnehmen kann. Ja, Microsoft, Schande über euch. So macht man es nicht. So, du raus. Du raus. Ich habe es übrigens nie verstanden, warum wir hier so ein 50.000 Pin Kabel haben oder 11 oder 12 oder sowas. Plus, minus
Und plus nochmal für 5 und 12 Volt. Mehr brauchen wir nicht. Nein, wir brauchen ganz viel mehr. Was soll das denn hier? Ja, sehr schön. Richtig great. Dann gibt es hier noch das Plastikteil. Ich glaube, also der Halter für die HDD. Ich glaube, dazu brauche ich dann diese Schraube. Oh, Entschuldigung. Ich muss noch diesen Lautsprecherhalter rausnehmen. Ohne Witz, das könnte so aus dem Auto kommen. Mein lieber Mann. So, jetzt aber. Raus mit dir. Bitte, 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 bitte. Nein! Rüdiger, bitte! Rüdiger, du bringst mich noch ins Grab. Oh, die haben die Kabel sogar mit dem Gummi gelagert an der Stelle. Oh, Jungs, bitte. Und damit ich dieses schnieke Mainboard rausnehmen kann, muss ich vermutlich hier das Frontpanel einmal lösen. Zack. Und wie ich dich kenne, ist unter diesem schwarzen Plastikteil noch eine weitere Schraube. Nee, geht diesmal so. War auf jeden Fall bei der Fett-Variante der Fall gewesen. So, wenn alles gut läuft, dann soll ich dich eigentlich so rausnehmen können. Hier unten war übrigens dieser Xbox 360 Aufkleber. Das war in der Anleitung nicht zu sehen. Vielleicht war das Teil ja mal ein refurbished Modell und hatte dann einmal neue Paste gekriegt oder neues Gehäuse oder so. Ist auf jeden Fall kleiner geworden. Das könnte ein Micro ATX Mainboard sein. Hm. Aber ist es mir jetzt hier möglich, das Kabel anzuschließen? Keine Chance. Ja, dann müssen wir es halt klassisch machen. Und ich muss mir die Pins hier auf der Rückseite einmal genauer anschauen. Wahrscheinlich ein kleines Kabel dran löten. Reicht ja erstmal, wenn ich dich nur kurz starte. Ich könnte jetzt auch hingehen und für 15 Euro auf gut Glück ein Netzteil kaufen, aber wenn du nicht funktionierst, dann habe ich hier ein Netzteil rumliegen. Und ich glaube, Netzteile verkaufen sich hierfür nicht so häufig. Wenn ihr einmal einen Blick darauf werfen würdet, da habe ich so eine Art Pinout gefunden. Also nicht übermäßig professionell, aber ich glaube, das klappt wohl so. Das heißt, ich werde mal eben ein paar Kabel anlöten und dann ein PC-Netzteil verwenden. Jetzt muss ich gerade nur noch wissen, 3,3 und 5 Volt. Was davon ist die Standby-Spannung? Aber das steht mit Sicherheit da auf der Seite. Naja, und irgendwie halbe Stunde und 20 Minuten später, wenn ich alles richtig gemacht habe, dann sollte das jetzt gleich funktionieren. So. Ah. Nix. Ah. Bitte? Da ist eine CD im Laufwerk. 3 Volt kommen raus. Aber hätte ich auch echt nicht anders erwartet. Ich bin ja eigentlich wohl ein Genie. Sowas sage ich von mir zwar nie, aber ich weiß es eben. Need for Speed The Run. Alles klar. Ich wollte aber eigentlich die Festplatte drin haben, um zu schauen, was damit sonst so gespielt wurde. Also aus. Ich habe mal eben einen Kabelcontroller angeschlossen, damit wir das Teil auch bedienen können. Ganz normaler, originaler Controller. Laufwerk natürlich dreht wieder auf. Spiele. Alan Wake. Ja. Kann ich das so spielen, ohne dass ich ins Internet muss? Ey, geil. Oh. American Nightmare, aber die Spiele besitze ich selber. Ehrenrunde, Castlevania, Dead Space, Forza Horizon, I'm Alive. Der hat viel gespielt. Shoot Many Robots, Trials. Ganz ehrlich, alle Eltern, die ihren Kindern einen Jugendschutz einrichten, ich würde behaupten, das braucht man nicht. Ich habe sowas auch nicht gebraucht. Allerdings habe ich auch selten irgendwas gespielt, was nicht für mein Alter bestimmt war. Und wenn doch, hat ja funktioniert, ne? Das halte ich für keine gute Erziehungsmethode. Naja, eigentlich nur, weil ich jetzt ein Problem damit hätte, weil ich sonst tatsächlich die Spiele hier spielen könnte, wenn ich es wollte. Einige vielleicht. Ich habe auch mal eine Switch gekauft, wo so ein Code drin war und dann musste ich da mit dem Nintendo-Support irgendwie mich arrangieren. Und zum Glück haben die das dann irgendwann für mich zurückgesetzt. Aber stell dir vor, irgendwann gibt es die Server dafür gar nicht mehr. Und ja gut, hier kannst du die Festplatte rausnehmen aus der Konsole oder alles zurücksetzen oder sowas. Nee, kannst du wahrscheinlich auch nicht, weil die dann auch den Pin dafür haben wollen. Und dann sitzt du wieder da und sowas vergisst man dann irgendwann. Und immer wenn ich zu Hause dann von solchen Stories berichtet habe, auch dass andere dann mit 14, 15 immer noch um 18 Uhr zu Hause sein mussten, sagt man mir immer, ja, guck mal, wie gut du es hier hast. Oder sei froh oder so. Fällt mir gerade mal ein. Das Teil wollte mal wieder nicht ins Internet. Aber es war auch so mit der Xbox One gewesen. Das muss man irgendwie 10-mal versuchen hier und dann klappt das. Vielleicht liegt es an meinem DNS, vielleicht an Edgard oder sonst was. Ist mir auch gerade egal. Ich werde das Teil wohl irgendwie zurückgesetzt bekommen. Auch wenn das dann heißt, dass ich die Festplatte einmal am PC anschließen muss und sie dort dann formatieren muss. Das kann man aber nicht mal eben so machen. Da benötigt man ein anderes Programm für. Ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß es nicht, ich kann es mir eben nur vorstellen. Deswegen so ganz so einfach ist das nicht. Das hier ist jetzt mein Gelöt. Ich musste den Lötkolben tatsächlich ziemlich heiß machen, damit ich das Lötzinn hier irgendwie auflösen konnte. Hatte ich in der letzten Zeit eher weniger gehabt. Aber ist ja nicht schlimm. Also alle Kabel wieder weg, einmal Wärmeleitpaste tauschen
und dann baue ich dich erstmal wieder zusammen und dann schauen wir uns endlich die PlayStation an. Ja, wir wollen ja auch fertig werden. Habe gerade mal eben schnell auf der Microsoft-Seite geschaut. Man muss sich dazu anmelden, wenn man den PIN zurücksetzen möchte. Ist ja auch klar, weil das auch für schlauere Kinder irgendwie sicher sein soll. Und ich denke, wenn die Konsole ins Internet kommt, will sie vor dem Anmelden höchstwahrscheinlich erst ein Software-Update machen und dann nach dem Anmelden höchstwahrscheinlich, habe ich nicht ausprobiert, ein Passwort haben. Oder höchstens dann, wenn man das Zeug zurücksetzt, dann nochmal ein Passwort haben. Sonst, ja, das wäre zu einfach. Also wird das eher eine Sackgasse. Die Spiele will ich eh nicht haben. Aber ich sagte ja schon, so einen Jugendschutz-Pin halte ich nichts von. Genauso wie irgendwie, ja, du hast nur 2 Stunden Internet am Tag oder sowas. Ich meine, ne, stell dir vor, das Top-Argument ist ja, ich muss für die Schule was recherchieren und zack, ist das schon wieder hinfällig. Und du kannst deinem Kind das ja nicht verbieten. Ne, geh in die Bibliothek, das haben wir so abgemacht. Ach, man glaube ich nicht. Wenn man allerdings sagt, ich stelle den Router über Nacht ab, damit das Kind schläft, oder der Teenager, dann gut, macht das vielleicht ein bisschen Sinn, aber auch wenn ich TikTok über alles hasse, ne, diese 10-Sekunden-Videos, das ist einfach, hat mich auch bei meiner damaligen Freundin gestört, dieses Gedudel am Handy ständig, wahrscheinlich liegt es auch daran. Aber wie Ultralativ ja einmal sagte, schaut euch das Video dazu am besten mal an. Irgendwie Medienkritik, dass es irgendwie besser wäre, eine Zeitung zu lesen, anstatt am Handy zu sitzen. Das denkt man ja auch irgendwie, aber das ist ja trotzdem irgendwie ein Medium. Und trotzdem kann sowas immer Vorteile haben und die werden wahrscheinlich auch irgendwann irgendwie überwiegen. Ja, denkt mal drüber nach. Ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Vielleicht tut ihr es ja auch. Und eigentlich wollte ich hier nur was erzählen zum Zeitraffer. 2 Minuten Musik kann man zwar machen, ist aber, glaube ich, auch langweilig. Deswegen hier meine Stimme, die gerade wieder ziemlich tief ist. Woher kommt das? Aber es gibt ja Leute, die meine Stimme entspannt finden. Also, gern geschehen. Ich finde es immer wieder super interessant, was man teilweise bei eBay so findet. Um ehrlich zu sein, war ich gestern erst bei der Arbeit, dann noch im Homeoffice und ich wusste, so nach 8-9 Stunden, da bin ich meistens erstmal müde. Und habe dann, danke, einen Powernap gemacht, da war gerade ein Geräusch. Und geht ja 90 Minuten üblicherweise und ich bin tatsächlich auch nach genau der Zeit so ungefähr wach geworden. Und da habe ich eben schnell bei eBay geschaut, das dann gesehen, gedacht, ja geil, das will ich jetzt machen, auf jeden Fall. Ich hätte noch irgendwie 1 oder 2 PCs zusammenbauen können und das filmen können oder ein Video schneiden können, wo ich mir so ein paar DIY-Lötkits besorgt hätte. Oder ja, habe ich ja besorgt, habe ich auch aufgenommen, aber irgendwie fand ich das nicht so interessant in dem Moment. Deswegen war es nicht nur ein Geschenk, dass es so günstig war, sondern auch, dass es diese Annonce überhaupt gab. Das finde ich sehr, sehr schön. Muss ja auch nicht immer unbedingt super billig sein. Und ich mag einfach dieses einfach mal irgendwas kaufen und man weiß vorher nicht, was damit ist. Und deswegen mache ich das auch ganz gerne. Also sind wir jetzt bei 3 von 4 funktionierenden Konsolen. Die PS4 werden wir uns später anschauen, weil da noch ein bisschen mehr Arbeit zu tun ist. Und weil das Video hier schon ziemlich lang ist. Ich glaube, das lohnt sich so besser für mich. Und vor allem, das dauert auch noch ein bisschen länger. Ich will nicht zu viel verraten. Deswegen wird das dann das nächste oder übernächste Video sein. Ich habe übrigens gerade noch einmal Zuschauerpost gekriegt von Jens. Einmal das hier. Black Ops 2 für die Wii U. Da hat er mir hier geschrieben, anbei eine kleine Kanalspende. Sollte irgendwie versteigert werden, gab einen Versandfehler oder sowas und ich sollte der richtige Mensch sein dafür, weil er ja weiß, dass ich eine Wii U habe. Jetzt habe ich auch tatsächlich mal ein Spiel ab 18 dafür. Oh, das ist ja mal ordentlich sauber. Mein lieber Fuchs, alter Schwabe. Da hast du gut drauf aufgepasst. Sind ja auch noch Codes dabei. Ja, tatsächlich. Ein Spiel aus 2012. Ich glaube, der Code ist nicht mehr ganz so gültig. Sieht man die Haare hier? Sieht das in Ordnung aus oder eher nicht? Ich hatte diese Idee schon etwas länger, weil irgendjemand gesagt hat, oh Philipp, das sieht ja mal komplett anders aus. Irgendwie, weil die Haare nass waren, waren wir schwimmen gewesen oder sowas. Und da hatte das dann jemand einfach durchs Haar mal gefahren, irgendwie. Ja, ich bin ja sonst kein Experte so für solche Sachen. Deswegen hatte ich auch bei Instagram mal eine Umfrage gemacht. Wir sind gerade bei 2/3 zu 1/3, also ja, wenn man auch damit abstimmen möchte, und in der Beschreibung ist der Instagram-Account verlinkt. Ich weiß auch gar nicht, ob man dafür folgen muss, um da auf Ja oder Nein zu klicken. Also ich will dir da niemandem irgendwas unterjubeln. Ja gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bin gespannt, was ihr zu sagen habt, ob ihr euch sowas auch gekauft hättet. Und zur PS4 gibt es dann demnächst was. Und bis dahin, ciao, ciao.